Ja, dadurch. Die Texte kamen gerade irgendwie ein bisschen spät, oder? Der Geruch wird immer stärker. Noch besser. Aber hier sieht's nicht mehr so eklig aus. Wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Unuratu ist die rechtmäßige Königin von Paititi. Ihre Familie wurde durch den Kult von Kukulkan von der Macht verdrängt, nachdem eine Hungersnot beinahe die gesamte Stadt ausgelöscht hatte. Ihr Ehemann Sairi starb, als er in der Umgebung von Paititi auf der Jagd nach Nahrung war. Sairis Bruder Amaru, oder Dr. Dominguez, fühlte sich verantwortlich und übernahm die Kontrolle über die Stadt, wobei er auf Ressourcen von Trinity zurückgriff, um die Paitizianer bis zum Ende der Hungersnot zu ernähren. Obwohl Amaru die Stadt also gerettet hatte, herrscht der Kult nun in seiner Abwesenheit mit Arroganz und Einschüchterung. Unuratu und ihre Rebellen kämpfen für die Befreiung der Stadt aus den Klauen des Kults von Kukulkan und die Wiedereinsetzung ihres früheren Herrschergeschlechts. Unuratu wuchs in dem Glauben auf, dass ihre Familie dazu bestimmt ist, das Ritual der Schatulle von Ixchel durchzuführen und die Sonne für das nächste Zeitalter wiederherzustellen. Ich wette, dass wir da unten bestimmt kämpfen müssen. Es sieht so nach Kampflocation irgendwie aus. Ja, das sieht sehr weitläufig aus. Yay. Das kann ja was werden. Jump. Die Prüfung der Schlangen. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Ah, vielleicht doch nur ein Rätsel, okay. Vielleicht müssen wir doch noch nicht kämpfen. Ich drück das einfach mal ganz selbstverständlich rein. Mal gucken, was passiert. Anscheinend nicht so viel. Okay, wir müssen wahrscheinlich das Feuer irgendwie vielleicht dahin bringen oder so. Schon mal Öl. Was ist das hier? Mit den Urnen tränken sie die Eingeweide in Öl. Anscheinend stinkt es hier sehr. So wie Lara aussieht. Und hier ist noch ein Wandgemälde. Richtig gut versteckt hier. Wie ein Chamäleon. So, was haben wir hier? Yay, 100%. Darstellung einer wartenden Person. Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint, als würde sie auf etwas warten. Monolith freigeschaltet. Okay. Vielleicht ja der eine, den wir da im Dorf mal irgendwie gesehen haben, den wir noch nicht verwenden konnten. Hier haben wir noch eine Kiste. Ich muss die Barriere zerstören. Ja, wahrscheinlich mit Feuer. Da haben wir auch noch was. Können wir das ranzen? Jetzt kommt das Öl wahrscheinlich hier. Voller Öl und Blut. Die Pfütze könnte brennbar sein. Läuft das jetzt hier rein? Das ist aber eine Menge Öl und Blut. Okay, perfekt. Jetzt können wir das nochmal reinziehen und dann sollte das funktionieren. So. Burn, Baby, burn. Ja, Lara, geh mal lieber ein bisschen in Sicherheit. Öl und Blut. Die Barriere ist unten. Was ist was Leckeres als das? So, gehen mal lieber weiter. Die Musik ist ja wieder super. Die sind wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Kultisten oder so, die wieder irgendwen aufschlitzen oder essen wollen. Oder beides. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Lecker. Es wird immer besser. So, hier ist wieder... Okay, hier brauchen wir wahrscheinlich wieder Öl. Ah, Öl und Blut, aber davon haben wir hier in dieser Kammer genug anscheinend. Ich muss die Kanäle ausrichten, um das Becken vor dem Tor zu füllen. Ach, da ist so ein... Moment.
Ich stell mich mal rein, ne? Ich bin mal so frei. Gucken, was passiert. Kommt sie? Ja. Stirbt sie, wenn wir hier drin stehen, oder? Oh, bis zum Schritt. Oh, uns geht's nicht so gut. Okay, ja. Ich mach aus. Aber muss man ja auch. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Ich muss die Kanäle ausrichten, um das Becken vor dem Tor zu füllen. Stelle. Ach, da unten wahrscheinlich, oder? Oh, jetzt läuft es wieder weg. Okay, dann müssen wir wohl... Lara, pack dich bitte nicht fest. Müssen wir hier wohl noch irgendwas ausrichten? Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Vulva. Was passiert, wenn ich da drauf schieße? Ah. Zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Kann man das da vielleicht ranbauen? Oder die miteinander verbinden? Aber ich... Vielleicht funktioniert das ja. Mal gucken. Nee, das war nix. Floink. Vielleicht da und dann den oberen ziehen. Das könnte vielleicht funktionieren. Hat jetzt nicht so viel geklappt. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, das können wir drehen und dann dreht sich der wahrscheinlich. Irgendwie wahrscheinlich. Warte, Moment. Ich gehe mal lieber hier rum. So, die verbinden. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Ich muss die Kanäle ausrichten, um das Becken vor dem Tor zu füllen. Hat das schon was gebracht? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, jetzt müssen wir den Pfad hier nachgehen, glaube ich. Okay, der geht aber immer noch hier rein. Ui. Dann hier runter. Ich glaube, das ist auch noch nicht ganz richtig. Nee, ich glaube, das funktioniert so auch noch nicht. Drehen wir weiter. Wie sieht das aus? Hier kommt es rein. Also hier ist so ein Loch, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn es da reinfließt in dieses Gesicht. I don't know. Können Sie mal ausprobieren. Mal gucken, was passiert. Das sind auf jeden Fall diese komischen Gesichter oder diese Skelettköpfe. Ich weiß nicht, ob es da reinlaufen muss. Falls ja, sieht es eigentlich... Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Ich muss die Kanäle ausrichten, um das Becken vor dem Tor zu füllen. Es fließt zur falschen Stelle. Ich muss das Seil durchschneiden, um die oberen Spuren auszurichten. Ah, das muss hier rein. Ah, okay. Oh Gott. Okay, dann muss es irgendwie hier in das mittlere Ding rein. Okay, gut. Das könnten wir hinkriegen. In das mittlere. Vielleicht ist ja der nächste Dreh schon der richtige. Das verbindet das schon mal miteinander. Gucken. Hier geht's rum und nein, das ist auch nicht das Richtige. Jetzt sind die nicht miteinander verbunden. Ist das eine gute Idee, dass wir das hintere Ding gerade mitdrehen? Ich glaube nicht, ne? Warte mal kurz. Das war eben nämlich ganz gut schon mal so. Dann werde ich mal das Seil trennen. Moment. Ne, ich glaube, ich muss es jetzt zweimal drehen. Genau. Zweimal nochmal zurückdrehen. Das ist zumindest für das Rechte. Verwirrt. Wo haben wir denn gerade? Ach, scheiße.
Okay, ich drehe mal ein bisschen rum, bis ich es rausgefunden habe. Ich glaube, sonst wird es so voll, glaube ich, sehr, sehr lang. So, hier. Nee. Das macht auch noch keinen Sinn. So, jetzt macht es für den hier wieder Sinn, weil hier soll ja das Blutölgemisch rein, dann geht es hier rum und hier in die Mitte müssen wir dann rein, dann können wir schon mal das Seil hier trennen einmal. Dann müssen wir den hier nur noch so lange drehen, dass es da irgendwie in die Mitte läuft vielleicht. Das wäre jetzt so mein Ansatz. Gucken, ob wir was Passendes finden. Oh, das war zweit. Funktioniert auch nicht. Hm. Das sieht gut aus, glaube ich. Das könnte funktionieren. Mal gucken. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig kalkuliert. So. Das Öl kommt. Oder eher gesagt, das Blut. Das läuft dann hier runter. Und wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, sollte das... Also sie sagt auf jeden Fall schon mal nichts. Hier läuft es rein. Da durch. Jetzt ist es auf einmal braun. Ist ja noch besser. Ja, das sieht gut aus. Juhu. War wirklich der mittlere. Voll gut. Und hier durch und da durch und zack. Brenne nieder. Okay, jetzt muss die Barriere runter. Welche Barriere? Ich muss das Öl entzünden, um die Barriere zu verbrennen. Dann Feuerpfeil. Es ist zu feucht. Ich brauche Brandbeschleuniger. Brandbeschleuniger. Wo willst du denn jetzt Brandbeschleuniger herkriegen? Brennendes Öl könnte die Barriere zerstören. Ach so, ach ja. Stimmt, das habe ich ja schon wieder vergessen. Ich muss das Öl entzünden, um die Barriere dein zu verbrennen. Brandbeschleuniger. Jetzt. Das sollte funktionieren. Brände. Das sieht doch ganz gut aus. Dein Brandbeschleuniger. Das kann man so auch nennen. Und jetzt zur Schatulle. Insofern will ich gleich auch noch verbrennen. So, Feuer ist weg. Das Feuer ist wieder da. Eine Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Ist sie gerade in Blut und Öl reingesprungen? Ah ne, scheint wohl doch nur Wasser zu sein. Gott sei Dank. Stop me!